Das weltweite Vorzeigeobjekt von Cradle to Cradle ist das neue Stadtverwaltungsgebäude in Venlo. Das Gebäude verkörpert die Ambition der Gemeinde, Stadt und Region nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip funktionieren zu lassen. Der Gebäudeentwurf basiert auf der Theorie People, Planet und Profit. Das Ziel ist Mehrwert kreieren für Venlo. Der Hauptgedanke der Cradle-to-Cradle-Philosophie ist, dass alle in einem Produkt benutzten Materialien in einem anderen Produkt nützlich sein können. Im Unterschied zu herkömmlichen Wiederverwendungsmethoden entsteht dabei kein Qualitätsverlust und keine Restprodukte, die entsorgt werden müssen. Auf diese Weise werden nachhaltige Produkte und Gebäude entworfen, die auf dem natürlichen Kreislauf der Jahreszeiten basieren. Der Kirschbaum ist ein gutes Beispiel. Der Baum bietet Vögeln und Bienen mit seinen tausenden Blüten ausreichend Nahrung. Außerdem säubert er die Luft. Und wenn seine Blüten letztendlich abfallen, vergehen sie auf dem Boden und liefern Nahrungsstoffe für Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und der Erde selbst. Damit schließt der Kirschbaum Zyklen nicht nur ohne Qualitätsverlust, sondern fügt er sogar noch Wert hinzu, indem er die Luft säubert und Nektar produziert. Venlo wird als die internationale Hauptstadt der Cradle-to-Cradle-Philosophie betrachtet. Nicht umsonst erhielt die Gemeinde in New York den Cradle-to-Cradle-Anführerpreis. Kein Zufall also, dass das Stadtverwaltungsgebäude der Stadt Venlo völlig nach der Cradle-to-Cradle-Philosophie entworfen wurde.